So, ich habe jetzt mal das gute Steak von allen Seiten schön abgewaschen, schön getrocknet, weil das ist wichtig, damit es in der Pfanne nicht zu doll knistert. Das sieht doch schon mal gut aus. Schönes, saftiges Rindersteak. So, ich habe da mal die Pfanne schon mit Schmalz. Ich nehme immer Schmalz, Butterschmalz, vorgeheizt, schön heiß. Pack jetzt das gute Stück da rein. Schön scharf anbraten. Das ist sehr wichtig, damit sich die Poren schließen. Die Poren müssen geschlossen sein, dann bleibt das Fleisch innen sehr saftig. Das mache ich jetzt von beiden Seiten. Eine Seite circa um die 3 Minuten, je nachdem, wie man es haben will. Wenn man es innen drin etwas medium haben will, etwas blutig, dann reichen 3 Minuten von jeder Seite locker aus. So, wende es jetzt schön nach 3 Minuten. Wie ihr seht, sieht schon sehr, sehr appetitlich aus. Von der anderen Seite jetzt auch nochmal 3 Minuten. So, das Fleisch ist jetzt fertig. Das ist für mich genau richtig. Schön blutig, saftig, wie man sieht. Nehme ich es aus der Pfanne. Tue es in Alufolie. Würze es schön mit groben Pfeffer, Salz. Alles schon enthalten in dem Tütchen, das ich mir vorher zurecht gemixt habe. Wickel das alles schön ein in Alufolie. Schön schließen. So, dann werde ich diese ganze Sache, das Steak, bei 100 Grad in den Backofen tun. Für etwa 5 Minuten, 5, 6 Minuten und lasse es da drin noch etwas ruhen. So, liebe Freunde, ich habe es jetzt aus dem Ofen geholt. Natürlich erstmal auf dem Teller. Und wie man sieht, der Bratensaft hier drin, wunderbar. Sehr lecker. Den gießen wir schön über das Fleisch noch hinweg. Das wäre schade, wenn man das wegwerfen würde. Es gibt einen super, super tollen Geschmack nochmal. Und wenn ich es mir jetzt so von drinnen angucke, wie ihr seht, zart rosa, wunderbar, so wie ich es mag. Kann natürlich jeder individuell entscheiden nach seinem Geschmack, ob er es lieber mehr durchmag. Dann würde ich einfach mal sagen, schmecken lassen und bis denn, liebe Freunde.